erste Filmfest in München. Ich bin immer noch Beatrice Behn und wir haben Joachim kurz ausgetauscht gegen eine jüngere Version in Form von Patrick Wilinski. Ja, vielen Dank. Ja, super. Aber so. Joachim lebt noch. Joachim es ist nicht lebt, so, dass wir ihn entsorgt hätten. Wir haben ihn nicht entsorgt. Wir müssen auch mal was anderes machen. Genau. Ein bisschen. Und die Verjüngung und so weiter. Aber guck mal, jetzt fangen wir schon an zu quatschen. Wir machen das alles total falsch. Fangen wir lieber gleich an. Filmfest in München. Und wir waren gestern, deswegen sehen wir nämlich so schlimm aus. Bei der wunderbaren, sehr, sehr langgehenden Eröffnung mit sehr, sehr viel Weißbier und anderem Münchner. Ja. Urgestein, die wir alle nicht kannten, aber das stimmt, die kannten das ist nicht ja alle. Aber reden wir doch lieber vom Eröffnungsfilm. Genau, von David Ölofens, Neo-Western, den Menschen so fern heißt er auf Deutsch, basiert auf einer Kurzgeschichte von Albert Camus, ist ein minimalistischer Western, spielt im Atlasgebirge während des Algerienkrieges. Im Mittelpunkt steht ein Lehrer, gespielt von Viggo Mortensen, der einen Häftling an die Seite bekommt, den er in ein Dorf bringen muss, damit dieser umgebracht wird. Der hat so ein Eheverbrechen begangen, da greifen die Stammesrechte und er muss irgendwie nach dem Kolonialrecht diesen Mann in das Dorf führen. Das ist natürlich sehr gedreht wie so ein Anti-Western aus den 60er Jahren, ja. Arthur Penn oder was weiß ich, Anthony Mann, schon sehr reduziert, Musik von Nick Cave, also alles das, was Western eigentlich nicht ausmacht, sind da. Und trotzdem muss ich sagen, geht das, glaube ich, nicht ganz auf. Er dauert zwar nur 90 Minuten, aber er entfernt sich auch sehr weit von Camus, denn die Männer reden miteinander. Bei Camus schweigen sie sich die ganze Zeit an, sind einfach nur einsam und werden noch viel einsamer. Hier sprechen sie, kommen sich näher, also als gäbe es so eine Art Ausweg aus dem Konflikt, wo ich denke, das unterläuft so ein bisschen die Aussage von Camus. Aber aus 12 Seiten Kurzgeschichte musst du irgendwie natürlich 90 Minuten machen. So mittelmäßig begeistert. Ja, ich fand es eine interessante Wahl für den Eröffnungsfilm, weil normalerweise ist es ja eher so ein Yippie, 10 Tage Festival und nach diesem Film sind so alle aus diesem Kino so rausgekrochen und waren total deprimiert, weil dieser Film ist trotzdem schon, der ist sehr langsam und der ist auch irgendwie ganz schön bedrückend und traurig, aber an sich fand ich ihn ganz gut. Ja, ja, er hat ja also auch... Also hat mit Camus nicht viel zu tun. Nein, nein, aber die Landschaften waren ja wirklich sehr groß und sehr wuchtig und die Männer, wie sich da drum bewegen, kann man so machen, ist, wie gesagt, eine seltsame Wahl für die Eröffnung, aber warum nicht? Dann aber wenigstens ein großes humanistisches Kino, also tatsächlich mehr Humanismus kann man, glaube ich, nicht in einen Film reindrücken. Das stimmt. Nee, nee. Und auf jeden Fall, Viggo Mortensen war ja da. Kann man machen. Also, man muss ja auch die Leute auf den roten Teppich holen. Richtig. Machen wir uns nichts vor. Er hat auch ein bisschen geweint am Ende. Da haben sich beide umarmt, Viggo Mortensen und der Regisseur. Weil sie sich keine Interviews mehr geben müssen. Nein, sie waren so gerührt von ihrem eigenen Film. Das war ganz niedlich. Ja. Soweit zum Eröffnungsfilm, den Menschen sofern hier beim Filmfest. Und schon am ersten Tag ist ein ganz großer Regiemeister am Start mit seinem neuen Film. Peter Bogdanovich, die meisten kennen ihn wahrscheinlich von seinem größten Hit, Ist was, Doc? Jetzt ist er da wieder mit Broadway Therapy. Kein großer so großer Hit, nein. Ich meine, was soll man zu Broadway Therapy sagen, außer unglaublich nostalgische Gerütze. Bogdanovich versucht sich schon wieder in so einer Art Farce-Screwball-Comedy, was leider nicht sein Forte ist, aber er kann nicht lassen, es immer wieder zu probieren und es wird immer schlimmer und immer schlimmer. Und Broadway Therapy ist wirklich, es tut weh, diesem Film zuzuschauen, denn er will witzig sein und er ist es überhaupt nicht. Das Timing stimmt nicht, die Chemie zwischen den Personen stimmt nicht, es ist völlig uninteressant. Dinge passieren, natürlich alle sind miteinander verkuppelt, jeder schläft irgendwie versehentlich mit jedem und kennt dann trotzdem jeden und dann merken alle, dass sie gelogen haben und so weiter. Und das Problem an der Sache ist, es interessiert einfach nicht, weil keine dieser Figuren irgendwie relevant ist, außer, und jetzt sage ich was, das hätte ich gedacht, das würde ich nie sagen, Jennifer Aniston war gut. Die Frau ist der Hammer in diesem Film. Sie spielt so eine ganz bösartige, unempathische Psychotherapeutin, die sozusagen ihren Zöglingen mehr oder weniger permanent auf die Fresse haut und sagt, hör auf rumzunörgeln und geh und leb dein Leben. Und sie ist ungefähr das einzige Spannende und Lustige in diesem ganzen Film. Da musste ich ein bisschen lachen. Alle anderen Figuren, ich habe sogar vergessen, wie sie heißen und was sie tun, sind so irrelevant, dass man wirklich mit Tränen in den Augen vor Langeweile aus dem Kino kommt und sich denkt, ja, okay, das hätten wir lassen können. Was irgendwie schade ist, weil Bogdanovich kommt ja aus dem New Hollywood, also sprich aus der Bewegung, die gegen diese ganzen 50er Jahre Screwball-Comedy-Schinken waren. Und jetzt macht er die gleiche Scheiße, nur eben 40 Jahre später. Wobei, so kreativ war der, der hat ja 2, 3 Dinger gemacht, aber jetzt eher 2 als 3 und ja. Vielleicht hat er sein Kreativpulver schon damals verschossen. Das, ja, das kann ruhig sein. Aber sag mir.
Jetzt trinken wir was. Wir trinken was? Alki Alki. Die interessanteste Reihe hier beim Filmfest München ist ja das neue deutsche Kino. Da warten wir gespannt drauf. Und unter anderem läuft hier der neue Film von Axel Ranisch. Alki Alki. Ja, Axel Ranisch ist wieder zurück und fängt quasi dort an, wo er aufgehört hat, beim quasi Filme machen mit Freunden. Alki Alki ist die Geschichte eines Hardcore-Alkoholikers. An der Seite ein Freund verkörpert, also es ist der Alkohol verkörpert von einem guten Freund, der einfach nicht weggehen will. Es ist wie immer bei ihm so eine Art Boulevardkomödie, so eine Art Volkstheater. Es gibt da so einen Moritatensänger wie bei Brecht, gespielt von Captain Peng, der da die Musik zumacht. Es ist eine burleske Komödie, massiv over the top. Ich fand es okay, ich kann mir das gerne ansehen. Allerdings würde ich mir wünschen, dass Axel Ranisch jetzt anfängt, in seinen Drehbüchern etwas mehr Struktur reinzubekommen, dass er sich etwas sortiert, dass er dem Plot etwas mehr folgt, als nur immer auf den nächstbesten Gag zu zielen. Es ist noch ein bisschen zu viel Chaos, aber es ist ein sehr kreatives Chaos und das haben wir im deutschen Kino natürlich viel zu wenig. Und deshalb ist Alki Alki dann doch einer der gelungeneren deutschen Filme. Und jetzt noch ein Schlückchen, ne? Jetzt noch ein Schlückchen? Wir sind ja keine Alkoholiker, zumindest nicht offiziell. Das darf niemand wissen, was wir alles so machen. Also die Eröffnungsfilme sind schuld mit den Partys hinterher. Ja. Die muss man sich einfach irgendwie in irgendeiner Art und Weise schön trinken. Ja, aber wie gesagt, so chaotisch wie Alki Alki ist auch, glaube ich, dieser Vlog. Und egal wie, wir machen weiter und wir sehen uns morgen wieder. Wir haben keine Ahnung, was wir heute gucken. Wir machen das sehr spontan beim Filmfest München, denn wir sind jung. Ich folge einfach den Menschen, die an uns vorbei. Genau. Gut, das war's erstmal. Die wunderbaren, viel besser durchdachten Rezensionen gibt es natürlich wie immer auf unserem Blog und wir sehen uns morgen. Ciao.